Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Plattnergilde kennengelernt und auch die Schmiedegilde. Da habe ich schon mal mit dem Typen gesprochen, aber ich habe es noch nicht angenommen. Da wir jetzt gerade hier sind, bei der Hauptstory, bei dem Baderon, in der ertränkten Sorge, also hier in dieser, ja, ich sag mal, Kneipe, Spelunke, keine Ahnung, wie man das nennt, würde ich sagen, dass wir dann hier mit der Hauptquest erstmal weitermachen. Wir müssen natürlich auch noch ein bisschen leveln. Wir sind kurz vor Level 12 mit unserer Hermetiker-Klasse. Und dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal weitermachen und uns dann, wenn dieser Teil der Hauptstory erstmal beendet ist, uns dann erst wieder um die Schmiedegilde kümmern. Die Plattnergilde haben wir abgeschlossen, die Schmiedegilde steht noch offen. Schon ein bisschen kompliziert, weil die beide nebeneinander standen. So. Na, wie gefällt dir das Abenteuerleben? Du hast ja schon einiges erlebt hier. So langsam wird es Zeit, dass du deinen Horizont erweiterst. Wie wäre zum Beispiel ein Ausflug zum Himmelszug im zentralen La Noskea? Der Himmelszug ist ein Gerüst an einer Felswand, wo mit Hilfe von Ballons Reisende und Waren hinauf und hinunter befördert werden. Aha. Die Transportballons werden von mehreren Transporteuren betrieben, die ständig nach Helfern suchen. Oh. Außerdem ist die Gegend alles andere als sicher. Okay. Kurzum, dort gibt es sicher sehr viel für dich zu tun. Falls du Interesse hast, dann melde dich bei Würkrhit. Er hat am Himmelszug das Sagen und kann dir Arbeit vermitteln. Okay. Dann machen wir das doch. Wo ist das denn jetzt? Hier. Da müssen wir dann rechts rausgehen und dann erstmal komplett durch das zentrale Noskea. Dann würde ich sagen, dass ich das erstmal mache und euch dann gleich wieder hinzuschalte. Bis gleich. So, eigentlich sollte das jetzt hier irgendwo sein. Vielleicht unten. Ah, das sieht gut aus. Da hatte ich die Megalokrabben gefunden, genau. Übrigens, ich habe mich jetzt umgezogen. Ich sehe jetzt quasi so aus, wie meine Druidin ausgesehen hatte. Nur, dass die halt eben die Öhrchen oben drin stecken hatte. Och, das ist ja süß. Unten rechts die beiden, jetzt habe ich die Namen vergessen. Die beiden Begleiter hier. Steht jetzt der Name auch nicht drauf? Mist, da steht nur Familiar drauf. Ich weiß es nicht mehr. Die beiden sind miteinander am Spielen, das wollte ich eigentlich sagen. Willkommen am Himmelszug. Baderon schickt dich. Hervorragend, wir können deine Hilfe gut gebrauchen. Beeindruckend, die Felswand, nicht wahr? Sie ist bei der Katastrophe vor 5 Jahren entstanden, als der schwarze Drache die Erde erbeben ließ. Tja, plötzlich waren ganze Gebiete voneinander abgeschnitten und wir mussten uns etwas einfallen lassen, um die Höhe zu überwinden. Dabei herausgekommen ist der Himmelszug. In letzter Zeit kommt der Handel wieder in Gang, weshalb hier einiges los ist. Es gibt also viel zu tun. Melde dich bei mir, wenn du mit anpacken möchtest. Ja, natürlich möchte ich das. Oh, wir haben neue Hosen. Sind die denn auch? Ja, die sind für alle Klassen. Okay. Jetzt müssen wir nur noch nach den Hosen gucken. Anlegen. Gut, die können wir da drunter anlegen. Perfekt. Und eben überschreiben. Ja, damit wir die besseren Werte haben. Auch wenn ich mein Röckchen natürlich schöner finde. Naja, gut, man sieht es jetzt hier sowieso nicht mehr. Willst du helfen? Da hat dieser fischköpfige Lieferant doch glatt 2 Pakete auf dem Ballon übersehen. Jetzt ist er schon über alle Berge, aber die Pakete müssen trotzdem ausgeliefert werden. Hier. Das eine Paket geht an Syngituf im Fockmast und das andere an Jessamine am De Nevel Grenzposten. Ich habe gerade Neville gelesen. Okay, ich habe jetzt nichts verstanden. Moment, das eine Paket ist hier oben. Da ist zurzeit leider ein Event. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man sich da auch unsichtbar machen kann. Das zweite wäre da oben. Also ich würde normalerweise sagen, ich laufe erstmal durch bis hier oben.
Okay, das sind noch 9 Minuten. Weil das ist doch extremst nervig, gerade wenn man irgendwo in der Quest steht. Also ich verstehe nicht, wie die das machen, also warum die das machen, dass genau da, wo man halt wirklich questet, wo Questgeber bzw. Questempfänger stehen, dass da hier diese scheiß Events sind und plötzlich man plötzlich von allen Seiten angegriffen wird. Ja, das ist halt doch tierisch nervig. Die gehören jetzt aber nicht dazu, ne? Weil gegen die habe ich noch nicht gekämpft. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt böse sind oder also böse Schaden machen oder nicht. Ihr seid liebe Krabben, gute Krabben. Fatales Ereignis, genau, so heißt das. So, irgendwo da links, okay. Ist ja schon eine beeindruckende Mauer, ne? Erinnert mich so an Teso. Du bringst ein Paket vom Himmelszug. Prima, das ist bestimmt von meinem Bruder. Der Gute hält am La Tagran Grenzposten die Stellung. Schickt mir aber auch immer wieder spannende Bücher. Bücher sind. Hallo? Warum nimmt er das nicht an? Bücher sind immer gut, bitteschön. Sonst wäre ich schon längst vor Langeweile gestorben. Hier am Grenzposten ist einfach nichts los, sage ich dir. Total tote Hose. Das halte ich nur aus, wenn ich zumindest in Gedanken in ferne Lande reisen und aufregende Abenteuer erleben kann. Ja, ist ja kein Problem. Wir liefern Freihaus. Gut, ich laufe jetzt mal wieder zurück und würde sagen, dass ich erstmal die paar Minuten noch abwarte, bis dieser Fade-Bereich da unten durch ist, weil, wie gesagt, es ist halt extrem nervig, wenn man irgendwo eine Quest abgibt oder gerade mit einem Questgeber spricht, wie wir es ja schon des Öfteren jetzt hatten, und mittendrin einfach angegriffen werden, so aus dem heiteren Himmel. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt sind die Viecher verschwunden. Jetzt können wir uns endlich hier durchwagen. Da ist er ja. Kommst du vom Himmelszug? Weißt du zufällig, was aus meiner Lieferung geworden ist? Ei, das sind die Lavendelblüten, die ich bei der Gockelburg bestellt habe. Damit will ich gegen den Schweißgestank der Soldaten ankämpfen. Glaub mir, nach jeder Trainingseinheit stinkt es hier wie in einem Schweinestall im Hochsommer. Okay, wo müssen wir jetzt wieder hin? Also wir müssen jetzt wieder zurück zu der Brücke, wo wir herkamen. Ne, das ist ein Wasser-Aragon. Hier können wir jetzt auch wieder nochmal durchlaufen, weil jetzt sind ja diese Königskiller-Wespenviecher da weg. Ei, das war eine große Hilfe. Wären die Sachen doch rechtzeitig ausgeliefert worden, hätte unser guter Ruf, nicht rechtzeitig ausgeliefert worden, hätte unser guter Ruf Schiffbruch erlitten. Alles wäre natürlich viel einfacher, wenn wir endlich eine feste, breite Rampe an die Felswand bauen würden. Dann könnten wir auf die Ballons verzichten und solche Fehler würden uns nicht mehr unterlaufen. Aber die Verantwortlichen in Limsa wollen dafür keine Ressourcen opfern, weil sie nur an Maßnahmen gegen die wilden Stämme und die Garlea denken. Es war schon schwierig genug, privates Kapital für die Ballons zusammenzukratzen. Mehr war einfach nicht drin und jetzt müssen wir das Beste daraus machen. Ah, gut, die Leinenschuhe, aber den einen Punkt, ich glaube, dann nehme ich lieber die 100. Das werden wir dann alles noch verkaufen. So, es geht weiter bei ihm. Den 12 sei Dank, dass du noch hier bist. Aus einer Ladung Millionen Maissamen sind plötzlich Monster herausgesprungen, woraufhin der völlig überraschte Kutscher panisch geflohen ist. Die Ladung müsste er natürlich zurücklassen. Kannst du die Millionen Maissamen einsammeln und zu Lyulf bei der Tölpelturmsiedlung im westlichen Lanoskea bringen? Die Bezahlung dafür, die er dir geben wird, wirst du dort behalten, kannst du behalten. Es kann natürlich gut sein, dass sich in den Samen noch Monster verstecken. Also sei vorsichtig. Ja, super. In so kleinen Samen verstecken sich dann so große Monster. Wie beim letzten Mal.
An der Tölpelturm-Siedlung steht übrigens ein Etherit. Also kann es sich für dich ohnehin lohnen, da mal vorbeizuschauen. Ich glaube, da war ich sogar mal, oder? Das ist Mais für Millionen? Doch. Da ist aber kein. Der schickt mich dann wahrscheinlich da oben hin oder so. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Soll hier bei uns quasi direkt um die Ecke stehen. Mit denen lege ich mich erstmal nicht an. Ich habe nämlich in der Zeit, wo ich hier gewartet hatte, hatte ich nämlich das Problem, dass ich 6 Minuten oder so noch übrig hatte. Und leider dann... Wo ist denn der Typ jetzt? Achso, da die Samen. Okay. Was war denn das gerade? Und leider muss ich den jetzt, glaube ich, angreifen, weil sonst habe ich beide am Arsch, oder? Ich gehe mal hier so ein bisschen weg. Was hat die denn jetzt hier angezogen? Okay. Wo sind die nächsten? Nanoskea, Tölpeturm-Siedlung. Okay, da sollen wir dann noch hin. Da müssen wir die Samen ausliefern. Ja, hier war ich schon mal, aber ich glaube, den Etheriten habe ich gar nicht genommen. Ich habe hier nur die Röstlinge erledigt und bin dann, glaube ich, wieder abgehauen. Ich habe den gar nicht gesehen, denke ich. Nee, hier hinten war ich definitiv noch nicht. Ah, Reparaturen ist auch ganz gut und ganz wichtig, weil etwas reparieren lassen. Ja gut, meine andere Rüstung ist eigentlich kaputt gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt auch repariert worden ist. Hi. Ach, hat mich das Glück denn jetzt ganz verlassen. Meine allerletzte Gil stecken in den bestellten Millionen Maissamen, aber ich fürchte, mit der Lieferung ist etwas schiefgegangen. Ja, aber ich hab's geregelt. Hurra! Da sind ja die Samen. Wir sind gerettet. Diese Maissorte ist nämlich sehr ertragreich. Davon können wir alle satt werden. Wie du siehst, leben wir hier in einer ziemlich trostlosen Gegend. Aber wenn der Maisbaum wie geplant funktioniert, haben die Leute zumindest wieder volle Bäuche. Dich hat der Himmel geschickt, Fremde. Bitte, bleib doch noch ein bisschen und hilf unserer armen Gemeinde beim Wiederaufbau. Wir können dir nicht viel bieten, aber unser Dank ist dir sicher. Da habe ich auch wieder nur +1. Ich meine, die sind etwas besser, sehen aber natürlich auch scheiße aus. Okay. Ja, die Hauptquest geht hier sogar noch weiter. Okay.
Die große Katastrophe vor 5 Jahren hat mir fast alles geraubt. Mein Vater, mein Haus, meine Felder, meine Träume und meine Hoffnung. Alles, was mir geblieben ist, sind meine Erinnerungen an bessere Zeiten und ein Brief meines Vaters. Darin steht, dass er einen Teil seines Vermögens in der Nähe unseres alten Hauses versteckt hat. Das könnte uns einen Neuanfang ermöglichen. Nur leider ist die Gegend nicht mehr so friedlich wie heute. Heutzutage treiben sich dort Dodos, Räuber und Schlimmeres herum. Traust du dich ins Dodo-Nistgebiet? Dann such doch bitte in der Nähe des Steckenschuppens nach dem Versteck meines Vaters. Dort muss eine kleine Schatulle vergraben sein, in der sich der Nachlass meines Vaters befindet. Ja, okay. Und wo? Achso, hier direkt in der Nähe. Oh. Na toll. Ich würde dann schon fast sagen, dass wir uns einfach unsichtbar machen. Also, die Dodos sind nicht das Problem. Ah. Scheint hier generell... Da ist ein Problem. Gucken, ob ich jetzt mit dem kämpfen muss oder nicht. Ja, das war klar. Yay! Sehr schön. Dann haben wir das doch auch schnell erledigt. Übrigens die Freibriefe, wenn ich daran denke, mache ich dann in der nächsten Folge. Vorausgesetzt, dass wir jetzt nicht noch mit der Hauptquest weitergeschickt werden. Mein Vater war ein vorausschauender Mann. Ich bin gespannt, was er in der Schatulle versteckt hat. Schau doch nach. Was? Das ist alles? In der Schatulle liegt ein einziges Weizenkorn. Das hat mein Vater ein Vermögen genannt. Ah, jetzt erinnere ich mich. Mein Vater hat davon erzählt, dass unsere Familie einen ganz besonderen Weizen angebaut hat, der ertragreicher war als alle seine anderen Sorten in Lanoskia. Dieses eine Korn kann für uns eine glückliche Zukunft bedeuten, wenn wir es schaffen, daraus Weizen zu züchten. Diese Sorte könnte nämlich vielleicht sogar auf unsere kargen Bögen wachsen. Danke für deine Hilfe. Ja, dann nehmen wir definitiv das Geld. Okay, das ist dann keine Hauptquest mehr. Das heißt, dass ja, wir erstmal hier einen kleinen Cut machen. Und da hinten geht die Hauptquest weiter. Ich sehe es gerade. Okay, wir machen hier aber trotzdem erstmal einen kleinen Cut. Ich wollte eigentlich kurz ein Bild machen, als Erinnerung. Und werden dann den Typen neben mir gleich in der nächsten Folge ansprechen. Und da dann mit der Hauptquest entsprechend weitermachen. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.